Die Bäume sind dick mit Schnee bedeckt und der Himmel ist trüb. So verläuft unsere Fahrt von Harads nach Koptales. Am nächsten Tag haben wir wieder Sonne pur und laufen durch einen wahren Zauberwald. Der Abend wird durch ein tolles Nordlicht gekrönt. Herzlich willkommen bei den WOMO Nordlichtern. Wir sind schon im Sommer in Koptales gewesen und haben uns vorgestellt, welche Betriebsamkeit hier wohl im Winter herrschen wird. Trifft das zu? Es ist Winter und wir sind hier. Urteilt selbst. Ihr habt sicher die letzten Videos gesehen und wisst, welches Problemchen uns beschäftigt hat. Wir werden nicht nach Lüleå in die Werkstatt fahren, sondern zu unserer geplanten Route zurückkehren. Und deshalb fahren wir über eine absolute Nebenstrecke von Harads 60 Kilometer durch einen tief verschneiten Wald nach Koptales. Das ist das einzige Fahrzeug, was uns auf den ersten 45 Kilometern begegnet ist. Wir erleben friedliche Abgeschiedenheit, Ruhe und entspanntes Fahren. Und es hätte uns nicht überrascht, einem Rudel Wölfen oder kapitalen Elchen zu begegnen. Einen abgelegenen Übernachtungsplatz für lichtverschmutzungsfreie optimale Nordlichtbeobachtung haben wir nicht gefunden. Und so treffen wir auf die E45 und haben nur noch 5 Kilometer bis Koptales zu fahren. Hier geht es ab von der Europastraße zum Skidbacke, also zum Skihang. Und wir sind gespannt, wie voll es sein wird. Ihr möchtet wissen, wie es hier im Sommer aussieht? Hier oben und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu unserem Sommervideo von Koptales. Über die Schienen der Inlandsbahn und dann die Überraschung. Es ist nur sehr wenig Betrieb und so steuern wir unseren Übernachtungsplatz gleich hier neben den Anhängern an. So wirklich angenehm ist das Wetter heute nicht. Unser Spaziergang fällt demzufolge recht kurz aus und wir lassen den Tag im Wohnmobil ausklingen. Ein neuer Tag. Und das Wetter kann kaum besser sein.
An den Skiliften ist noch fast nichts los. Wir beobachten kurz die wenigen Aktivitäten, entschließen uns zu einem Spaziergang über die ganz frisch aufbereitete Scooterstrecke und hinterlassen unsere Spuren im Schnee. Ach, hier sind wir an der Inlandsbahn. Wir kreuzen die Schienen der Inlandsbahn. Da geht's nach Gällivare und dann nach Östersund. Im Zentrum treffen wir wieder auf ein Geschäft, welches 24 Stunden geöffnet hat. Jedenfalls dann, wenn man eine schwedische Bank-ID hat. Aber jetzt ist gerade reguläre Öffnungszeit und wir schauen uns ein wenig um. Dann sind wir wieder in der Scooterspur. Ein leichter Luftzug löst Schnee von den Bäumen. Motorlärm ist zu hören und die Spur wird noch optimaler präpariert. Es ist wieder still. Auch vom Skihang hören wir nichts. Und so vernehmen wir nur unsere eigenen Schritte. Um wieder in Richtung Skizentrum zu kommen, haben wir die Scooterspur verlassen und sind durch den tiefen Schnee gestapft. Glücklicherweise dauerte das nicht so lange und wir konnten wieder bequem weitergehen. Noch über die Schienen der Inlandsbahn, ein Stückchen darauf entlang und wir sind zurück. Es ist immer noch nur sehr wenig Betrieb, aber die Sportferien, wie die Winterferien in Schweden genannt werden, beginnen erst am kommenden Wochenende.
Der krönende Abschluss kommt am späten Abend, denn trotz reichlicher Lichtquellen und Lichtverschmutzung erleben wir ein tolles Nordlicht.